Passend zur Grillsaison habe ich hier ein zartes Rückensteak. Dazu zeige ich Ihnen eine Kräutermarinade. Wir beginnen dafür mit unseren frischen Kräutern. Dazu habe ich Thymian aus unserem Kräutergarten und Oregano. Den Thymian braucht man nicht zupfen. Das reicht, wenn man den grob hackt. Einfach schön durchhacken. Und in unsere Schüssel. Dann den Oregano. Der gibt einen schönen frischen Geschmack. Eignet sich auch wieder für Geflügel. Dann nehmen wir uns noch eine kleine Zehe Knoblauch. Das gibt der Sache einen kleinen Kick. Dann habe ich hier noch gerebeltes Bohnenkraut. Und zerstoßenen Pfeffer. Natürlich etwas Salz. Und Öl. Kräftig verrühren. Das ist eine Marinade, die man am besten vorm Einlegen 1-2 Stunden ziehen lässt, damit der Kräutergeschmack besser reinkommt. Nachdem unsere Marinade 2 Stunden durchgezogen ist, können wir unser Fleisch einlegen, schön wälzen, dass die Kräuter dran haften bleiben. Das ist eine besonders schöne Marinade, da sie recht frisch ist. Auch hier empfehle ich Ihnen, das Fleisch ca. 24 Stunden durchziehen zu lassen. Eignet sich auch für Rotbarsch oder Fisch im Allgemeinen. Als kleiner Tipp für diese Marinade eignet sich auch frischer Ingwer. Ihr Thomas Neumann, Wirtshaus Lindenschenke. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de